Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Leute. Wir sind hier in unserem optionalen Herausforderungsgrab und sie sagt immer, sie muss einen anderen Wagen frei bekommen, aber ich muss es erst noch rallen hier gerade. Was wir jetzt eigentlich tun sollen. Vielleicht irgendwas, was man... Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Doch, hier oben, was ich machen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass ich eher, wenn ich woanders bin, von unten das Seil hier hinschieße und von da aus dann wegkomme. Was können wir hier tun? Tja. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ich weiß. Tja. Oder ich kann das hier einfach wegstürzen lassen. Geht das? Nee. Ich glaube, das ist, damit ich von der anderen Seite rüberkomme dann. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Sehr interessant. So, das Ding geht hoch in dem Augenblick. Und wo könnte ich denn jetzt mal schnell hinklettern, damit sich das irgendwie ändert? Wo muss ich dann hin? Ich kann ja im Moment nur hier runter. Jetzt beeile ich mich hier. Was ändert sich dann? Nix. Dann ist das Ding wieder da. Viel zu schnell. Es hat also hier nichts damit gerade zu tun. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Und da wollen wir hin. Tja, dann weiß ich auch nicht. Dann gehe ich hier nochmal runter. Kann ich da überhaupt hinspringen? Ich glaube nicht. Kann ich hier so ein Dingsbums doch ranschmeißen, obwohl der Wasserfall davor ist? Vielleicht geht das ja auch doch. Achso, das war ja natürlich jetzt doof, war ja gar nicht angezündet, aber ich glaube, das hätte eh nicht viel gebracht. Aber wer weiß? Oh. Vielleicht brennt das irgendwie von der anderen Seite oder so. So. Schön. Ich zünde alles an. Prima. Nein. Wenn ich das hier gegenwerfe, das wird auch nicht. Das muss abgestellt werden, das Wasser. Und dann komme ich da bestimmt auch hin. Und da soll ich, glaube ich, auch nicht lang. Es muss hier irgendwas geben, was ich tun kann. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja. Wenn du das sagst. Nur wie? Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Kann ich hier irgendwie wo rumklettern oder so? Komme ich da irgendwie hin? Komm nur hier oben. Hier oben und dann vielleicht schnell ranspringen. In dem Moment, wo es noch hochfährt. Ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Einen anderen Wagen frei bekommen. Und hier hin und das dann verbinden oder auch so, ja. Genau. Ja. Das ist schön. Und dann wird der knallt der Wagen darunter und ist das jetzt gut gewesen oder nicht gut gewesen? Ich weiß nicht, mach mal.
Aber der knallt doch dann einfach nur runter. Ja. Toll. Das hat es ja irgendwie nicht so gebracht. Ich sehe schon, es ist nicht... also ich durchschaue es auch noch nicht so richtig, bin ich ehrlich. Ist da jetzt ein neuer? Da ist jetzt wieder ein neuer. Okay. Und den kann ich aber nicht... dachte erst, wäre so ein Ding zum Verbinden. Da kann ich den Wagen also ranholen. Was ich natürlich machen kann, ist das Ganze umgedreht tun. Genau. Ich hänge mich daran und muss den anderen dann da schnell runterholen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich versuch's mal. Der kommt ja... Ja. Weil, ja, aber dann würde er natürlich auch einfach runterrollen. Ist also auch blöd. Nein, das macht auch keinen Sinn. Wenn ich den da jetzt ganz schnell hingezogen hätte, das ist, glaube ich, auch quatschi. So, und jetzt? Was sagst du jetzt? Toll, oder? Klasse. Ist da jetzt noch einer? Nee. Der kommt immer erst wieder, wenn der andere weg ist. Wenn wir uns ranhängen, fällt er runter. Ist also auch blöd. Hm. Dann will ich mich da jetzt nicht mehr ranhängen. Dann müssen wir irgendwas anderes noch tun können. Gibt es hier irgendwie eine... Irgendwas Seilrollenmäßiges, was man mit diesem anderen Strick verbinden könnte. Da müssen wir das Feuerteil ranschmeißen, geht aber nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Können wir das hier irgendwie miteinander verbinden? Ja, okay. Das wäre gut. Toll. Miteinander verbunden. Klasse. Hey. Ein Schritt weiter. Kann man das von der anderen Seite auch noch machen? Weil da irgendwie zwei Stellen frei waren? Nein. Aber immerhin. So, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt hilft. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist doch toll. Jetzt ein Feuerchen. Jetzt ein Feuerchen. Juhu. Ist also doch kein Weg zurück gewesen, sondern das Rätsel ist Lösung. Gereicht. Prima! Yay! Grab gefunden. Nee, das brauchen wir nicht mehr. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Boah. Krass. Okay. Die Armen. Vielen Dank. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. Und Münzen finden wir auch irgendwie nicht so oft. Bin ich nicht so super drin, Münzen zu finden. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Neue Fähigkeit gemeistert.
Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Das finde ich ja auch toll. Grab abgeschlossen, die rote Mine. Aha. Ich hoffe, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir hier nochmal weiter rein. Schön. Ui, toll. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Hm, und wir wollen auch wieder raus. Wir wollen ja nicht für immer hier bleiben. Hoch mit dir. Da unten war jetzt nichts mehr, weil ich nicht mehr nachgeschaut habe. Nee, eine Leiter, die rausführt. Ach, das ist toll. Diese Abwechslung zwischen Action und Gräbern und Sachen, die man findet. Ich liebe es. Also, ich könnte echt jedes Jahr ein neues Tomb Raider-Spiel spielen und würde mich total freuen. Wo sind wir hier? Bin ich verwirrt. Wo soll es denn jetzt lang gehen? Da oder da lang? Wo kommen wir hier hin? Kommen wir hier wieder raus? Zurück? Liegt da irgendwas? Drüben? Okay. Kriechen mal wieder hier zurück. Ah, also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oder? Doch, wir sind doch hierher gekommen. Aber die Kiste hatte ich doch schon, oder nicht? Ach, egal. Wir gehen wieder. Ja, hier sind wir hergekommen. Na? So ein bisschen schneller schwimmen. Genau, hier sind wir hergekommen. Und jetzt gehen wir auch wieder zurück. Das haben wir doch glatt mal gemeistert. Toll, diese Animation, auch wie sie sich so durch die Haare streift nach dem Schwimmen. Ich mag sowas, das macht alles so realistisch. Aber was mir auch oft aufgefallen ist, dass Laras Haare extrem glänzen. Und ich meine nicht jetzt, wo sie jetzt nass sein könnten und so, sondern leuchten und schimmern immer so übertrieben. Ich dann immer so denke, ja, komm. So feine Haare. Klar hat man feine Haare, aber die, im Gegensatz zu den anderen Nebenfiguren, glänzen die immer viel mehr irgendwie. Ach, hier war ich ja schon, hatte ich was gefunden in der Ecke. Ja, dann gehen wir wieder. Sowjetanlage. Welcome back. Hier gibt es nämlich dann auch wieder Feinde. Eventuell sollte man sich dann abnehmen. Ich brauche so ein Cocktail-Ding. Brennbare Barrieren in hellen, weißen, stoffgewickelten Objekten oder Öl können angezündet werden. Die Information kommt ja früh. Ich meine, das musste man ja jetzt schon öfters eigentlich machen. Können wir das irgendwo ranschießen? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es verstanden. Brennbare Barriere. Können wir das jetzt mal weggehen? Danke. Achso. Hallo, geh weg. Und der Schrank auch noch, bitte. Super. Wir nehmen alles mit. Immer noch. Hey, ja, ich weiß, dass es brennen soll. Was wollt ihr jetzt von mir? Ich brauche ja erstmal so eine Flasche wieder oder Öl oder sonst irgendwas. Ich
gehe wieder nach unten. Nein, nach unten. Hör auf mich. So, da ist so ein Ding. Ja, ich will aber da noch mehr abfackeln. Sind hier noch mehr Flaschen? Das wäre nice. Das brauche ich nicht. Da sind noch mehr Pilze für Giftpfeile. Und ein Schrank und so. Okay. Dietrich-Schrank. Erfahrungspunkte. Noch ein sowjetisches Schild. Russisch gelernt. Warum lernt sie eigentlich Russisch, indem sie da nur rauf... Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Kann ich das einfach rausziehen? Ja. Das hat meine Frage beantwortet. Da unten will ich noch nicht hin. Vielleicht nochmal nach oben. Will ich auch nicht. Das nehme ich noch mit. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wo wir lang sind. So nach unten, nach oben. Wahrscheinlich sollen wir hier auch irgendwo. Da. Da ist er. Genau. Können wir da rüber. Ja. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben alles genug. Dann also doch nochmal nach unten. Und wie gesagt, ich brauche noch so ein Cocktail-Ding. Zielen, ein Teesalzsprung. Nein! Ich will doch noch gar nicht dahin. Ich war doch noch gar nicht fertig. Ich wollte es doch nur ausprobiert haben. Kannst du das nochmal ankloppen? Nein. Also das irgendwie... Ja, das funktioniert nicht. Schwingst du dich da jetzt auch einfach ran? Nein, du bringst es zum Einsturz. Okay. Ich möchte nochmal schwingen. Ich möchte nochmal rüber auf die andere Seite. Machst du das? Kannst du einfach mal rüber? Nein, einfach rüberschwingen. Ja! Juhu. Okay, cool. Da auf der anderen Seite. War ich jetzt hier auch schon? Verwirrt mich hier alles so. Ja, nimm die. Jetzt kannst du die Pfeile wieder mitnehmen, ne? Dann gehen wir nochmal hier runter. Das war wahrscheinlich auch nicht schlau. Oben war nämlich... Da war doch noch was. Und ich hätte da jetzt abspringen müssen. Und och, Manno. Nicht mal einen ollen Schrank krieg ich. Kannst du dann irgendwo hier hochklettern und... Dann nicht. Dann nicht. Okay. Sprengladungen haben wir noch nicht. Da ist noch was, was wir noch nicht gefunden hatten. Sehr schön. Dann werde ich jetzt nochmal hochklettern. Ja, das werde ich tun. Und hoch und runter und hoch und runter. Total schlau und so. Und das war das letzte Mal auch schon so, dass ich die Leiter nicht gekriegt habe. Gemeinheit. Mhm. Ganz toll gemacht. Jetzt können wir den ganzen blöden Weg nochmal hochgehen. Weil ich so dusselig bin. Und weil ich halt die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich, wie gesagt, noch nicht alles entdeckt hatte. Ich nehme die Pudel mal mit, dann haben wir schon mal eine. Bin ich jetzt wieder hier? Ja, hier wollte ich noch mal hin. Genau, weil es gab hier einfach noch mehr, was man
entzünden kann. Und wenn wir schon mal lustig sind, ne? Ja, ich weiß, ich stehe schlecht. Ja, ich kann mich heilen. Das soll ich tun. Ja. Hauptsache, wir sind endlich da, wo wir hinwollen. Oder ich hin wollte. Sowjetische Erkennungsmarken. Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Wenigstens haben wir es ein bisschen schneller hinbekommen diesmal. Es genauer zu untersuchen. War hier noch was? Nein. So, jetzt fühle ich mich schon sehr viel besser, dass ich das auch abgefackelt habe. Ich wusste doch, dass hier noch was ist. Und das ärgert mich, wenn ich das dann nicht finde. Da brauche ich gar nicht erst gucken. Können ja nochmal so eine Buddel mitnehmen. Und dann müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite mal uns schwingen. Genau, hier kommen wir auch hin jetzt. Ja, gut. Dann schwingen wir mal. Aber da war doch noch so eine Stelle. Was war mit der anderen? Finde ich die noch? War die? Oh, hier ist ja noch was. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Das kann ich leider nicht beantworten. Aber gut. Schwingen wir uns herüber. Ja. Hui. Das macht schon Spaß irgendwie. Ja. Mal so eben knapp mal wieder den Tod entronnen. Super, das haben wir geschafft. Klettern tun wir weiter im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Ich sammle hier nochmal wieder eine Kiste ein. Ein relativ ruhiger Part, aber gehört zum Spiel dazu, dass wir auch Dinge finden. Wie hier die tollen Bretter in der Ecke. Was auch immer sie da immer findet. Holz. Ganz klasse Holz. Und dann steige ich die Leiter actionreich empor im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.